Mein Gast heute Abend ist der beliebteste und populärste Nachrichtensprecher im deutschen Fernsehen. Deutscher Fernsehpreis, Grimme-Preis und. Unzählige Auszeichnungen, meine Damen und Herren. 18.45 Uhr, Abend für Abend, beim Weltmarktführer. Seit gestern offiziell Weltmarktführer RTL. Herzlich willkommen, Peter Klöppel. Weltmarktführer ist vielleicht ein bisschen überzeugend, aber das erfolgreichste Geschäftsjahr der letzten 4000 Monate oder so, habe ich gelesen, ja? Es ist ja noch nicht vorbei. Wir werden sehen, was sich am 31.12. tut, aber wir haben zumindest das Gefühl, dass nach dem ziemlich miesen Jahr 2009 das Jahr 2010 ziemlich gut ausfällt, ja. 2009 war mies? War für alle mies. Ich meine, wir haben es ja selber hier in Deutschland. Auch für Sie. Also ich meine, auch nicht quotenmäßig, aber ich weiß es jetzt auch nicht verdienstmäßig, aber also 2009 war, würde ich mal sagen, für die ganze Medienbranche nicht richtig toll, aber nicht nur für die Medienbranche. Das war ja die Krise, jetzt haben wir den Aufschwung. Ja, ja, oder nur noch Staus auf der Autobahn. Ne? Ja, Sie haben eine Stunde gebraucht, obwohl das ist laut Navi 12 Minuten und dann Regen. Woran liegt das? Ja, die Menschen sind auf der Straße und es ist Köln, es ist Karneval. Stimmt. Alles zusammen mit Regen, das ist wie Tsunami und Erdbeben gleichzeitig in New Orleans. Ja, das stimmt. Ja. Und dann ist 140 Kilometer Staus rund in ganz Nordrhein-Westfalen jeden Morgen. Und das bei diesem, ich finde, der Sitz von RTL jetzt ist die tollste Immobilie in ganz Köln. Ja, gebe ich zu. Oder? Also wenn man da hinfährt und den Dom vor Augen hat, ja, das ist mal was anderes als sonst, wenn ich ins Büro gefahren bin und an der Einhausungsbaustelle an Köln-Löwenich-Autobahn-Ausfahrt vorbeigefahren bin. Ich finde, der Dom macht was her. Haben Sie Blick auf den Dom aus Ihrem Büro? Ja, wenn ich mich nach vorne beuge und dann den Kopf um 90 Grad nach links wende, dann sehe ich ihn. Ja. Also praktisch ein natürlicher Bewegungsablauf. Ich habe meinen Schreibtisch extra so gestellt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich die ganze Zeit auf den Dom gucken würde, dann wird es auch langweilig. Kann man sozusagen sein Standing innerhalb des Senders daran erkennen, in welche Richtung man schaut? Nein, eigentlich nicht. Das Haus wäre natürlich am besten so gebaut worden, dass es, ich würde sagen, 26 Stockwerke hoch und nur eine Fläche hätte, dann hätten alle einen Blick gehabt. Das ist leider in dem Gebäude so nicht möglich, aber es gibt ganz viele schöne Büros mit schönem Blick. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur so eine Chefgeschichte. Jetzt Sie sind da unangefochten in Ihrem Job, Erfolg ohne Ende. Jetzt liest man so zum Beispiel, Wolfgang Schäuble braucht einen neuen Sprecher. Mhm. Ja? Ich dachte, das machen Sie. Mit sachlichen Vorgängen und an die Journalisten Mappen verteilen und so, ja, da bin ich ganz, ganz schlecht. Aber ich habe mir auch gedacht, ich hätte Ihnen höchstens helfen können beim Kopieren. Also der musste ja dann noch irgendwas kopieren, da wäre ich gut gewesen, alles andere wäre auch nicht mein Ding. Würde Sie das nicht reizen, wenn man denkt, der Kollege Steffen Seibert vom ZDF, Regierungssprecher, jetzt in Seoul? Jetzt in Seoul, ja. Was der an Frequent Flyer Meilen zusammenfliegt. Nur blöderweise hat er keine Karte, weil er muss ja immer mit der Bundeskanzlerin in diesem rappeligen A310 fliegen. Ja. Wenigstens fallen da nicht die Düsen aus. Also toi, toi, toi. Ja. Hat auch nur zwei. Stimmt. Das Flugzeug. Da wurde sich ja immer beklagt darüber, dass die Flugbereitschaft so schlecht ausgerüstet ist. Ne? Ja. Aber wäre das nichts, was Sie reizen würde, Regierungssprecher? Nein, da müsste man ja die Regierung immer gut finden. Ich finde es schon ganz angenehm als Journalist, dass man seine Distanz hält. Und dann, wenn es gut ist, kann man es ja sagen. Aber wenn es schlecht ist, muss man es auch sagen können. Und das könnte ich jetzt als Regierungssprecher nicht so richtig in meinem Kopf so umdrehen, dass es immer nur gut ist. Alles, was man macht, immer nur gut. Das muss man schon als Regierungssprecher, oder? Also ich habe schon den Eindruck, dass es Teil der Jobbeschreibung ist, ja. Ja, wahrscheinlich. Man kann ja nicht sagen, irgendwie, ich fand es auch nicht so gut, was Sie heute gemacht haben oder so, während die Kanzlerin daneben steht. Ja. Kann sich ja dann euch in der Regierungspressekonferenz hinsetzen und sagen, also was der Finanzminister da, das also nee. Und vielleicht hat er es ja so empfunden, vielleicht auch die Kanzlerin. Es gab ja noch ein Vier-Augen-Gespräch zwischen den beiden, also Minister und ihr. Aber das kann man als Regierungssprecher dann nicht so sagen. Und da ist aber auch kein Regierungssprecher mehr dabei in dem Vier-Augen-Gespräch, ne? Ich glaube in der Situation nicht. Aber ich denke, sie erzählt ihm hinterher so ein bisschen, worum es geht. Andeutungsweise. Meinen Sie, die Kanzlerin hat geschrien in so einem Vier-Augen-Gespräch? Es reicht jetzt, oder? Nee, das macht sie, glaube ich, anders. Aber ich war noch nie dabei, wenn sie schreit. Vielleicht schreit sie ja manchmal. Aber sie ist nicht so die Schreitype. Nee, sie macht das mehr so abwarten und mit einer SMS, ne? Mit einer SMS und so. Ja, ich glaube, sie hat dann auch so einen gewissen scharfen Unterton in der Stimme. Ja. Das, glaube ich, merkt man dann auch sehr deutlich, dass das anders ist als das, was normalerweise kommt. Sie
haben sich sportlich ins Zeug gelegt, dass ich von Neid fast erblasst bin. Sind Marathon gelaufen, Halbmarathon. Ja, ich bin dieses Jahr in Köln Halbmarathon gelaufen, ja. Aber letztes Jahr in Köln den ganzen Marathon und vor 2,5 Jahren auch mal den ganzen Marathon in New York. Wir haben Fotos und das sieht man natürlich schon. Das war bei Kilometer 12, genau, das war kurz vorm Ziel. Ja. Ist das ein sogenannter Hase, der nach 4000 Metern von der Bahn geht? Oder? Nee, das ist ein Hase, der die ganze Zeit mitgelaufen ist. Das ist eine Mitarbeiterin von RTL und die hat mich ja mehr oder weniger gezogen und dann getrieben. Wirklich? Und die letzten 3 Kilometer mit Tiernamen belegt und ähnlichen Dingen, weil sie... Damit sie weiterlaufen. Damit ich weiterlaufe, ja. Weil wir wussten, ich würde gerne unter 2 Stunden laufen. Und deswegen haben die gesagt, okay, wir ziehen dich unter 2 Stunden. Und dann haben sie mich aber weitgehend unter 2 Stunden getrieben und das war dann bei 1:59:14. Ja. Und deswegen sind wir da auch alle eher fröhlich. Und wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Ja, laufen. Ich laufe. Einfach angefangen oder unter Anleitung? Also ich habe vor 10 Jahren angefangen, da war das mehr oder weniger so, ich gehe jetzt mal raus, ziehe Schuhe an und laufe, bin ungefähr 500 Meter weit gekommen und dachte, das mache ich nie wieder. Ja. 2 Tage später bin ich an 800 Meter weit gekommen und dann langsam steigert man sich. Irgendwann habe ich mir mal ein paar Bücher gekauft und jetzt für den Marathon habe ich einen Trainingsplan gehabt von einem Mediziner oder einem Sportwissenschaftler aus der Sporthochschule hier in Köln. Der hat gesagt, ich versuche mal mit dem Trainingsplan unter 2 Stunden, ja, und hat genau gepasst. Und sind Sie dabei geblieben jetzt? Laufen Sie weiter? Oder? Ja. Ja, ich laufe weiter. Es gibt ja immer mehr Volksläufe. Ich bin erstaunt, hier in Köln, ein Nikolauf, 10 Kilometer. Da versuche ich dann mal so an die 50 Minuten ranzukommen. Also es gibt immer was im Leben, woran man noch arbeiten kann, auch beim Laufen. Ja, und aber bei RTL können Sie eigentlich nicht mehr erfolgreicher werden, oder? Das ist doch... Quotenmäßig kann sich immer noch was tun. Inhaltmäßig haben wir auch immer noch was vor uns, wo wir uns sagen, da können wir noch besser werden. Und wie ist die Stimmung so unter den Kollegen? Stimmung ist gut. Gut. Aber es gibt natürlich in so einer Situation, in der man umzieht, in der man auch Unternehmensteile zusammenführt, die bisher noch nicht zusammengearbeitet haben, gibt es natürlich immer auch Unruhe, gibt es auch immer ein bisschen Ängste. Und wir hoffen, dass wir das in dem schönen neuen Gebäude, dass wir das in den nächsten Jahren spätestens richtig schön so zusammenbringen, dass die sich richtig alle gemeinsam fühlen. Wenn der richtige Ton getroffen wird, ist das alles kein Problem, Herr Kleppel. Ja, sonst holen wir den Scheible dazu oder den Herrn. Dann wird es schon was. Ja, und dass mal aus Gütersloh einer vorbeiguckt und sagt, so, den Kaffee musst du auch nicht trinken, gell? Den kann er daheim trinken. So reden die in Gütersloh nicht. Das weiß ich. Aber vielleicht denken einige wenige so. Ja. Nein, wir sind mit unseren Anteilseignern sehr zufrieden. Ja. Ich auch mit meinen. Ne? Ja, muss man sagen. Trotzdem, nächstes Jahr neue. Ja, und da ist ja der Begriff Anteilseigner sozusagen was Substanzielles. Mhm. Nicht? Also das ist ja dann, das sind glaube ich Hedgefonds. Sie kennen das ja. Ich wurde schon mal verkauft, war dann kurzfristig weg. Ja. War dann aber als wiederverkauft, zumindest zum Essen eingeladen. Also der Wiederverkaufswert ist weiterhin hoch, das ist ja schon mal so was. So ist es. Ja. Also meine Damen und Herren. Jeden Tag 18.45 Uhr? Haben Sie heute eine Vertretung gehabt? Ja, heute. Oder voraufgezeichnet? Nein, wir machen das schon live. Ich habe eine Vertretung, aber nur für den einen Tag, nur für Sie. Wirklich? Ja. Das finde ich großartig. Ne? Ja? Peter Klöppel, alles Gute. Dankeschön, meine Damen und Herren.